Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zurück auf YouTube zu Euro Truck Simulator 2. Und ich habe schon wieder gemacht, ich fuchtel mit meinem Finger rum, oder mit meiner Hand. Noch mein Finger. Gut. Das hier läuft jetzt gerade über das normale OBS, das heißt, ich nutze aktuell kein Streamlabs OBS mehr, sondern lasse das Ganze hier einfach mal über ganz normal OBS laufen, einfach um mal zu sehen, okay, ist die Aufnahmequalität vielleicht ein bisschen besser? Ein paar Einstellungen habe ich jetzt neu gemacht. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass es alles so funktioniert. Die FPS dürften jetzt tatsächlich auch weniger werden, einfach aus dem Grund, weil ich jetzt auch das Preset ein bisschen hochgedreht habe. Das sollte meine CPU aber im Grunde ohne Probleme schaffen. Ja, ich musste mal kurz auf mein Handy gucken. Tut mir leid. Ich liebe das Handy. Aber auch nur wegen den Fotos. Dazu vielleicht irgendwann mal mehr. Mal gucken. So, dann würde ich sagen, gehen mal kurz auf Grafik und machen mal die virtuelle Synchronisation aus. Einfach FPS wegen, dass ich nicht auf 60 gecancelt werde. Vielleicht hilft das auch ein bisschen. Wir werden sehen, wie sich das verhält. Es kann natürlich auch sein, dass es dadurch mehr laggt. So, ich sehe nämlich, ich habe eine CPU-Auslastung von 74%, habe aber auch noch durchgehend 60 FPS. Das sieht man bei OBS tatsächlich ganz gut. Bei Streamlabs OBS, womit ich die letzten Folgen aufgenommen habe, sieht man das nicht so gut. Und da werde ich tatsächlich auch mal zwischendurch ein bisschen gucken, wie hier unten dann aussieht, wie die Encoder-Lastung. Aktuell ist sie, wie gesagt, ist meine CPU bei 70%. Das Spiel hier ist grafiklastig oder grafikkartenlastig. Dementsprechend ist es gar kein Problem. Ja. So, zuallererst nehmen wir unsere ADR-Scheine, beziehungsweise machen unsere ADR, weil ich mag das. Schnelle Aufträge. Und ja, mit was fahren wir denn da? Mir ist eigentlich auch egal, von wo aus wir fahren. Ne? Also entweder fahren wir hier von Erfurt nach Magdeburg oder von Erfurt nach Nürnberg. Das ist mir halt wirklich relativ egal, ne? So, aber vielleicht gucke ich mir mal einen schönen LKW aus. So, bin tatsächlich, wollen wir den MAN nehmen? Ich glaube, das ist ein alter MAN und das ist ein großer, wenn ich das hier sehe, ist ein Kombi. Heißt das? Ist klar, es ist kombiniert. Safe. So, dann würde ich sagen, Auftrag annehmen und bitte PC. Sei nicht belastet. Dankeschön. Das wäre toll. Ja, das ist tatsächlich auch schon der neue. Was? Ja, das ist halt eben der MAN TGX. Codierung belastet. Oh, sieht aber ganz okay aus. Da werde ich gleich eventuell einen kleinen Schnitt setzen, also nicht wundern. Da werden wir gleich mal gucken. So. Auch dieser LKW klingt sehr, sehr cool. Als ob ich die vorher noch nie mit Kopfhörern gehört hätte. Naja. Okay. So. Ich werde mal ganz kurz einen kleinen Schnitt setzen. Also nicht wundern. Upsala. Nicht. So. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, wollen wir nochmal schauen, dass die Codierung nicht wieder überlastet wird, ne? Ich habe das jetzt wieder auf Fast, oder ich habe das jetzt auf Faster gestellt. Also nicht auf Fast, sondern jetzt auf Faster. Ich möchte halt die möglichst beste Qualität hier rausholen. Spiel. Beziehungsweise nicht aus dem Spiel, sondern aus der Aufnahme. Und jetzt aktuell scheint es zu funktionieren. Ihr seht auch gerade, oder am Anfang habt ihr jetzt gerade gesehen, hey, es ist überlastet. Das habt ihr ganz gut gesehen, glaube ich. Weil es nicht flüssig läuft. Aber keine Sorge, läuft es hoffentlich besser.
ja, die Tour jetzt zu Ende fahren. Wenn es nicht klappt, dann habt ihr halt eine Tour nicht gesehen. Ihr habt übrigens noch nicht gesehen, hä, mit was ich hier langfahre, ne? So. Wunderschön, ne? Ich würde auch sagen, ich mache gleich mal ein Foto. So, dann bin ich auch schon wieder hier. Ich habe gerade noch kurz ein Foto gemacht. Dementsprechend musste ich jetzt einfach mal ganz kurz anhalten. Und ja. Ein Foto für das wunderschöne Thumbnail. Ich habe mir jetzt angewöhnt. Werde jetzt wahrscheinlich in Zukunft wirklich auch nur noch Thumbnails machen, weil warum denn nicht? Es ist gut für mich, es ist gut für euch. Und ich sag mal so, die 5 Minuten mehr Arbeit, sage ich jetzt einfach mal, ist halt wirklich keine wirkliche Arbeit. Wirklich keine wirkliche Arbeit, ja, ganz genau. So sage ich das. So, und so stark sind die FPS ja gar nicht, ich sag jetzt mal, vermindert. Das einzige Problem ist halt wirklich, wenn es um Regen oder sowas geht oder wenn es halt anfängt zu regnen, dann weiß ich, hey, die FPS werden halt wirklich sehr, sehr, sehr stark verschlechtert. Da ist mein Rechner dann doch noch nicht so gut. Aber gut. Mit Problemen kann man leben, mit Problemen kann man umgehen. Und Probleme sind ja auch da, um gelöst zu werden, richtig? Richtig. So, ich habe hier eine E-Mail, aber ich werde mich erst kümmern, wenn ich diese Tour beendet habe. Weil ich glaube, darum geht's. Geht's da schon um die Eigenständigkeit? So, noch rollig. Gleich heißt es wieder Gas geben, denn jetzt habe ich ein Tempomat reingemacht und auch kein Gas mehr. Den Tempomat nutze ich tatsächlich sehr gerne, weil ich halt, wie gesagt, mit Controller fahre und nicht unbedingt mit Lenkrad. Und da das ja auf Dauer schon anstrengend ist, wenn man die ganze Zeit dann drücken muss, habe ich mir gedacht, also nutze ich halt eigentlich immer den Tempomat. Wenn ich jetzt ein Lenkrad habe, dann ist mir aufgefallen, nutze ich dann nutze ich den Tempomaten nie. Weil, warum auch, brauche ich nicht. Da kann ich das also sowieso viel, viel, viel smoother einstellen, beziehungsweise viel, viel angenehmer fahren. Ne? So, du hast halt hier klar die Lenkung dann, die du zwischendurch mal lenken musst, weil es halt eben nicht nur geradeaus geht, was manchmal auch ziemlich... Aber du kannst halt auch zwischendurch mal was anderes machen, ne? So, jetzt muss ich gleich wieder ran, weil sonst fahre ich gegen die Mauer und kann nicht nur eine Hand, naja, wobei doch, kann ich ja trotzdem, ich kann ja trotzdem bloß eine Hand nutzen. Idee, ja. Aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Es ist halt wirklich viel angenehmer mit einem Lenkrad. Und da kann man auch zwischendurch mal, wenn man sich gerade ein Trinken aufmacht, eventuell auch ganz klein wenig mit dem Bauch lenken. Und ich glaube, mit dem besten Willen schaffe ich das mit einem Controller nicht so, dass ich wirklich bloß ganz wenig einlenke, sondern eher bumm, bumm. Ja, wobei, es geht eigentlich, ne? Naja, ihr wisst, was ich meine. Bin mir ziemlich... Ist viel, viel angenehmer mit einem Lenkrad. Aber dadurch, dass man für ein ordentliches Lenkrad ja doch schon einiges Geld in die Hand nehmen muss und... Naja, so alleine wohnen, unordentliche Sachen haben... So alleine wohnen ist dann doch schon ein bisschen schwierig. Ja, sehr, sehr unordentlich hier, das weiß ich. Im Großen und Ganzen sieht die Wohnung aber in Ordnung aus. Also im Großen und Ganzen, wenn man alles so betrachtet, kann man sagen, es ist nicht 100% ordentlich, aber man kann damit leben, glaube ich. Würden jetzt viele andere vielleicht dann nicht so sehen. Aber nun ja, im Gegensatz zum Anfang sieht es im Allgemeinen sehr viel besser aus. Aber das habt ihr nicht von mir gehört. Und sowas.
ich muss auch sagen, den MAN mag ich ja wirklich. Also in meinem privaten Spiel, was ich nutze, spiele ich den ja auch, weil der halt wirklich cool ist. Ja, gefällt er mir. Gefällt er auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, von wo nach wo fahren wir jetzt eigentlich. Muss ich gleich nochmal nachschauen. Weil sonst kann ich die Folge nicht ordentlich benennen. Ist das peinlich? Ja. Und was ich leider auch feststellen musste, die Qualität wird, nachdem ich es auf YouTube hochgeladen habe, wirklich so miserabel. Da muss ich auch noch dringend an den Einstellungen arbeiten. Deswegen nutze ich jetzt auch gerade das normale OBS, um zu sehen, okay, liegt es vielleicht da dran, weil da habe ich dann beim Importieren keine, ich sag jetzt mal, Fehlermeldung von wegen, dass die, wie nennt sich das? Wie nennt sich das denn? Da habe ich keine Fehlermeldung, dass ich die, die Einstellungen ändern muss. Bei Streamlabs OBS habe ich bisher immer das Problem gehabt, okay, möchten Sie die Einstellungen ändern zu den Einstellungen quasi für das Video vorherrschen oder die das Video quasi vorgibt. Und es sind jetzt keine anderen Einstellungen als hier bei dem normalen OBS. Da muss ich mich auch noch hinterklemmen. Vielleicht macht das dann tatsächlich auch schon was aus, von wegen Aussehen und sowas. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es aber wirklich, wirklich sehr. Naja, toll. Sorry, dass ich zu schnell gefahren bin. Ich achte da nicht drauf. Ja. Habe ich wieder 1000 Euro verloren. Ich glaube, es waren 1100, ne? Wenn ich mich... Ganz toll. Ja. Hier wird gerade gebohrt. Natürlich wird hier. Warum auch nicht? Die Menschen sehen nicht gerne, dass ich aufnehme und es ist Mittag. Heute Abend, beziehungsweise für euch ist es dann gestern, glaube ich, möchte ich tatsächlich einen Livestream. Da werde ich dann aber sehen, wie es. Also, ich habe auf jeden Fall vor, einen Livestream zu machen. Aber mal gucken, wie das Ganze noch wird. Haha, Polizei, du kannst nichts. Nichts. Ha! Ups. Laut gesagt. Oh Mann. So, dann würde ich sagen. Fliegen. Ich hab gerade ins Mikrofon. Ach, ich habe die Taste noch nicht eingestellt fürs Zoomen. Ich kann die nur immer da nicht erkennen. Moment. Ich weiß, das wird die Folge nur noch länger machen. Und, ich brauche dieses Zoom, aber. Zoomen, das. Ich brauche es einfach. Zoomen in der Innenansicht. So, weil ich. Auch nicht, während ich in der Navigation bin. Brauche ich das nicht. So, 695.300 Kilometer ist dieser LKW schon gefahren. Auch deutlich mehr als mein meistgefahrener LKW. Der ist in einem dritten Profil, was ich für die Promats und sowas genutzt habe. Da ist mein LKW, glaube ich, erst 13.000 oder 15.000 Kilometer gefahren. Also, ja, ich persönlich wechsle regelmäßig die LKWs, einfach auch, weil die mir langweilig werden, ne? Und ja, das sind halt eben auch die Profile, die ich angelegt habe, weil ich immer wieder meinen Rechner neu machen. Also quasi, ich habe die Speicherfunktion bisher noch nicht genutzt, die automatische Speicherfunktion in der Cloud habe ich bisher noch nicht genutzt gehabt, weil ich noch keinen Grund gesehen habe, das zu tun. Und ja, jetzt nutze ich es aber aktuell, weil ich möchte diesen Speicherstand hier mit der Aufnahme nicht nochmal verlieren
Und das hier wird auch gleichzeitig der Stream-Speicherstand, weil ich hab Bock drauf. Ich hab wirklich auch Bock auf Stream. Und warum denn dann nicht auch gleichzeitig den Speicherstand hier nutzen, um einfach weiter voranzukommen? Wenn ihr den Stream natürlich sehen wollt, unten in der Videobeschreibung ist mit Sicherheit jetzt auch langsam mal ein Link drinne. Bisher habe ich ja immer wieder gesagt, Links folgen später oder eine erweiterte Videobeschreibung, weil ja, es fehlt halt abends die Zeit dazu. Und tagsüber sitze ich halt nie am PC oder selten am PC, so wie jetzt gerade sitze ich am PC, habe auch keine Hintergrundbeleuchtung an und der hat gar keinen Retarder. Aber Tier. Ach, wir fahren nach Magdeburg. War das. Wir fahren von Erfurt nach Magdeburg. Wunderschön. Jetzt weiß ich es auch wieder. Und ganz ehrlich, liebe diese Blödmann! Liebe diese Geräusche von. Also die hören sich halt wirklich auch ganz anders an. Zum Beispiel jetzt auch in der Aufnahme musste ich halt auch wieder feststellen, über den PC hört sich das überhaupt nicht geil an. Mit diesen Kopfhörern hingegen schon. Das Einzige, was ich bei diesen Kopfhörern noch machen muss, ist dringend das Ladekabel suchen davon. Ich weiß auch in etwa, wo das hingekommen ist, aber ich komme da aktuell nicht dran, weil ich durch meine Verletzung auf Arbeit davon getragen habe, nicht wirklich hier einfach mal meine Couch anheben kann. Und ich glaube tatsächlich, dass die da dahinter bzw. da drunter gelangt ist. Kabel. Ja. Das hört sich auch wieder so unordentlich an, aber ist halt eben. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das da drunter irgendwo. Ich glaube sogar auf der Seite. Weil sonst weiß ich auch nicht, wo das tatsächlich halt. Ja, und ich kann halt nicht einfach sagen, hey, okay, das Ladekabel ist weg, weil. Aber egal, ich bin mir ziemlich gekommen werden. Ja. So, hier muss man links rein. So. Und dann muss ich hier rechts rein. Ich hoffe, dass ich nicht kurz einparken muss, weil das werde ich mit diesem LKW nicht hinbekommen. Nein, muss ich. Aber trotzdem ist das nicht. Also, trotzdem ist das blöd. Nee, das würde ich. Also, ganz ehrlich, einparken mit diesem LKW, das würde ich nicht. Das könnte ich versuchen, aber ich wüsste ganz genau. Würde ich nicht hinbekommen. Und wenn ihr gerne mal On the Road sehen wollt, dann sagt mir bitte, 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 bitte Bescheid. Dann würde ich das sehr, sehr gerne für euch auch. So. Das ist fast ärgerlich. T. Und schafft. The Game. So und nicht anders. So, und wie viel XP? Ah, wir steigen nicht noch ein Level auf. Ich hab's mal geschafft, dass ich in einem privaten Spiel am Anfang wirklich jedes Mal ein Level weitergestellt oder aufgestellt. War ganz cool. Aber, funktioniert ja aktuell anscheinend. So, damit bin ich jetzt bei vielleicht 15 Minuten Aufnahme. Weiß ich nicht. Also ich habe hier jetzt gerade 16 Minuten stehen, aber muss ja noch ein bisschen Toleranz abziehen, beziehungsweise noch ein bisschen total unwichtig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Labitonix. Ciao.